Dieses Video zeigt ein Telefongespräch zwischen der arbeitssuchenden Frau Novak und dem Krankenhaus St. Joseph. Frau Novak sucht eine Stelle als Krankenschwester und möchte deshalb mit jemandem von der Personalabteilung sprechen. Die Angestellte fragt Frau Novak nach ihrer Berufserfahrung. Dann erklärt sie ihr, dass sie eine Anerkennung ihrer Berufsausbildung braucht. Sie beschreibt Frau Novak genau, was sie machen muss. Frau Novak fragt nach einem Praktikum. Die Angestellte lädt sie zu einem persönlichen Gespräch ein. Sie verabschieden sich. Guten Tag, St. Joseph Krankenhaus. Ja, gern. Warten Sie bitte einen Augenblick. Personalabteilung des städtischen St. Joseph Krankenhauses. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie in Polen in Ihrem Beruf gearbeitet? Wie lange sind Sie in Deutschland? Sie sprechen gut Deutsch. Haben Sie einen Sprachkurs besucht? Wenn Sie in Ihrem Beruf arbeiten möchten, brauchen Sie die Anerkennung. Gut, diese müssen Sie an die Regierung schicken. Legen Sie bitte eine Kopie Ihrer Geburtsurkunde, des Passes und eine Kopie der Anmeldebestätigung Ihres Einwohnermeldeamtes dazu. Die Anschrift der Regierung finden Sie im Internet unter www.regierung-franken.de. Ja, das ist möglich. Sie brauchen sowieso zur Anerkennung einen Nachweis über ein Praktikum in Deutschland. Sie muss die Patientin pflegen, betreuen und dem Arzt helfen. Kommen Sie bitte morgen vorbei, um weiteres zu besprechen. Auf Wiederhören!